Das heutige Markeflüster beginnt ausnahmsweise mal mit Deutschland, denn die Bundesregierung hat heute das sogenannte Strompreispaket beschlossen. Richtig oder falsch? Der DAX jedenfalls oder einige Unternehmen, eben die energieintensiven Unternehmen, freuen sich. Ist das eine richtige Entscheidung, eine falsche Entscheidung? Was bedeutet das? Das wollen wir uns anschauen, bevor wir dann zu den US-Märkten und der Paul-Rede heute Abend kommen oder den Aussagen von Paul heute Abend kommen. Starten wir zunächst mal mit diesem Strompreispaket. Deutschland hat sehr, sehr hohe Stromkosten, was die Haushalte betrifft. Da sind wir mit Weltmeister mal wieder. In Sachen Industriestrom geht es eigentlich. Da liegen wir im oberen Mittelfeld. Es gibt Länder, die sind deutlich teurer, zum Beispiel Italien, Dänemark. Aber viele, die eben auch deutlich günstiger sind. Und was ist denn genau dieses Strompreispaket? Es ist im Wesentlichen eine komplette Steuerentlastung auf Industriestrom. Das heißt, die Unternehmen mussten ja eine ziemlich horrende Steuer bezahlen, 17,37 Euro für die Megawattstunde. Jetzt hat man das auf 0,50 Euro die Megawattstunde gesenkt, also fast eine komplette Abschaffung dieser Steuer. Ist das etwas, was richtig ist? Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall ja eine künstliche Verteuerung des Strompreises insgesamt gehabt, unter anderem durch die CO2-Abgabe. Dann hat Deutschland die geniale Idee, in Sachen von Energieknappheit Energieträger wie Atomkraft abzuschalten. 2030 will man dann aus der Kohle aussteigen und das Ganze offenkundig durch sehr schmutziges Flüssiggas ersetzen. Also auf jeden Fall verteuert man etwas, um es dann künstlich billiger zu machen. Und kürzlich hat der Betreiber des AKWs ISA 2, das ja stillgelegt wurde, wie alle anderen Atomkraftwerke in Deutschland, angeboten, günstigste Strom zu produzieren für die Industrie. Das ist aus ideologischen Gründen abgelehnt worden. Hier rechts sehen wir mal, wie es aussieht mit Ländern und Atomkraftwerken. Da wird weitgehend Atomkraft ausgebaut, weil man sagt, wir brauchen einen Energiemix, und die Franzosen setzen sich ja dafür ein, dass Atomkraft eben CO2-neutral ist, anders ja als die Kohle und vor allem LNG, das hochgradig toxisch ist in jeder Hinsicht, also das Flüssiggas. Also Deutschland ist da ziemlich alleine auf weiter Flur, und so muss man dann eben bestimmte Maßnahmen erlassen. Hier sehen wir mal die Entwicklung des Industriestrompreises im Vergleich mit Frankreich. Frankreich setzt da bekanntlich auf Atomkraftwerke. Nun sind Atomkraftwerke auch nicht ohne, das will ich gar nicht behaupten. Aber die Entsorgung ist deutlich effizienter geworden. Man kann diese radioaktiven Abfälle bündeln, deutlich verkleinern. Hier werden jetzt auch neue Meiler entwickelt, außerhalb Deutschlands natürlich, die alte Brennstäbe wiederverwenden, die also viel, viel effektiver sind. Wir haben uns für einen Komplettausstieg entschieden, mehr oder weniger als Geisterfahrer in der Welt, könnte man sagen. Aber hier sehen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir hatten 2019 noch 2 Cent hier für die deutsche Industrie. Frankreich war damals bei 4 Cent und inzwischen sind wir bei 16 Cent, Frankreich bei 8 Cent, also das Doppelte. Das ist also eine Entwicklung, die natürlich schon ein bisschen klar macht, wie die Dinge hier gelagert sind, dass das letztendlich auch eine Folge der deutschen Energiepolitik ist. Aber however, wir sehen, dass energieintensive Unternehmen, zum Beispiel BASF, fast 4%, wir sehen dann aus der zweiten Reihe Wacker Chemie, Lanxess, Aurubis, hier aus Hamburg, Kali und Salz, Heidelberg Materials, die sind alle nach oben geschossen, zuvor ja weitgehend ziemlich schwer verprügelt worden, eben weil die Sorge da war, dass die deutsche Industrie nicht mehr konkurrenzfähig ist. Wir haben ja sehr viele Aussagen und Fakten und Taten seitens der Industrie, die eben nicht mehr in Deutschland produziert, weil sie sagen, naja, es ist nicht nur der Strompreis, es sind die Arbeitskosten, es ist eine ganze Gemengelage, die letztendlich relativ ungünstig ist. Und wie die Sache zu beurteilen ist, da hat natürlich Marcello Fracciarino eine dezidierte Meinung, und er sagt, das ist also ein schwerwiegender Fehler, erhöht die Stromkosten für alle anderen, das Geld fehlt anderswo und subventioniert fossile Energieträger. Also wenn Marcello Fracciarino sagt, das ist ganz schlecht, dann werde ich schon sehr positiv für diese ganze Geschichte. Wie gesagt, wir haben vorher die ganze Geschichte künstlich verteuert. Jetzt verzichtet man im Grunde auf Steuereinnahmen. Das ist natürlich ein Einnahmeverlust, der
irgendwo anders kompensiert werden muss. Auf der anderen Seite hat Deutschland ja nach wie vor das Ziel der schwarzen Null. Also wenn wir sehen, was die Amerikaner an Schulden raushauen, das ist natürlich geradezu musterknabenmäßig, wie Deutschland trotz Erhöhung der Ausgaben und jetzt auch weniger Steuereinnahmen bisher agiert. Also Marcello Fratscher findet es ganz schrecklich und der verkennt dabei, dass eben die Erneuerbaren ziemlich uneffektiv sind. Man kann das ja gut finden, die Erneuerbaren, und sagen, okay, irgendwer muss anfangen mit CO2-Reduktion, aber entscheidend ist ja zunächst mal, wie effektiv sind bestimmte Energieträger, wie viel Energie muss ich reinstecken und wie viel bekomme ich dann raus. Bei Wind muss ich für einen Teil, den ich reinstecke, kriege ich ungefähr 3,5 bis 5 raus, bei Biomasse 5, bei Kohle sind es, und oder bei, genau, Kohle etwa 10, also 1 zu 10, bei Öl und Gas 1 zu 30 und bei Atomkraft 1 zu 100. Kann man natürlich dann noch Folgekosten dazu rechnen und so weiter und so fort. Aber es zeigt schon ein bisschen, dass wir hier uns sehr einseitig auf zwei Energieträger fokussieren, deren Ausbau, vor allem was die wichtigere Windkraft im Vergleich zur Solar betrifft, weit hinter den Zielen hinterherhängt, sodass wir uns da ein Klumpenrisiko ans Bein binden, das kein vernünftiger Mensch normalerweise machen würde. Fragt man einen 9-Jährigen, ja, was würdest du tun, wenn du von etwas zu wenig hast? Dann würde er sagen, ich würde dafür sorgen, dass ich mehr davon habe. Wir schalten bewusst ab und hoffen, dass wir dann mit den Dingen, die eben manchmal funktionieren, aber nicht immer funktionieren, irgendwie schon klarkommen. Und ansonsten ersetzen wir das, was fehlt, durch extrem schmutziges, radioaktives oder radioaktive Folgeabfälle produzierendes, extrem toxisches, CO2-intensives, energieintensives Flüssiggas. Das ist nur noch ideologisch zu erklären, dass man da so ein bisschen eben die grüne Seele befriedigen will. Und diese grüne Seele leidet, wenn sie denn investiert ist. Denn hier sehen wir mal, SM Solar heute neues Tief, Jahrestief im Jahr 2023, aber alle Energieunternehmen oder alle Unternehmen, die Erneuerbare irgendwie produzieren oder Technologie dafür herstellen, die sind im Sinkflug, was schon mal eine Aussage ist. Wäre das so toll und so effektiv, dann glaube ich nicht, dass die Aktien, die ja teilweise dann noch von den Subventionen der Bundesregierung oder der deutschen Politik profitieren, dass die Aktien dieser Unternehmen so schwach sein würden. Und so ist es eben kein Wunder, dass dieses grüne Wirtschaftswunder, das uns der gute Olaf, der Vergessliche, angekündigt hat, nicht stattfindet. Die Wirtschaftsweisen hatten in Deutschland versucht, Strukturreformen anzumahnen. Was wir tun, ist Verteilung von Geld an Unternehmen und Bürger. Und solange wir diese Strukturreformen nicht machen und weiter Bürokratie aufbauen, Habeck hat ja hier gesagt, Mensch, wir werden hier unnötige Bürokratie für Unternehmen abbauen. Aber das Problem ist, er baut gleich auf der anderen Seite wieder wahnsinnig viel Bürokratie zu, die eben in diesem ganzen CO2-Bereich rumwabert. Mein Kollege Wolfgang Müller hat mir heute erzählt, wer ein Industrieunternehmen baut, hat 70.000 Vorschriften zu beachten. Wer ein Haus baut, hat 20.000 Vorschriften zu beachten. Das dürfte einsamer Weltrekord sein. Also wir bürokratisieren uns zu Tode, alles wird geregelt. Das ist dieser deutsche Perfektionismus, der so penibel agiert und dadurch eine Mentalität schafft, die eben nicht innovativ ist. Die Wirtschaftsweisen hatten gesagt, wir haben zu wenig innovative Unternehmen, wir fördern das Unternehmertum zu wenig. Die Leute wollen lieber in sichere Jobs. Gleichzeitig wird Arbeit extrem hoch besteuert und wer nicht arbeitet, im Grunde subventioniert. Man muss sich dann nicht wundern, wenn eben bestimmte Resultate daraus entstehen. Und das muss auch die EZB nicht, nämlich sich nicht wundern. Nachdem sie viel zu spät reagiert hat in Sachen Inflation, hat sie dann ja ähnlich wie die Fed die Daumenschrauben angezogen. Jetzt hat der Franzose Villeroy, EZB-Direktor, also kein Niemand, sondern im obersten Gremium der EZB, gesagt, also wenn jetzt nicht irgendwas Außerordentliches passiert, dann werden wir die Zinsen nicht mehr anheben. Erstaunlich, dass der Euro das einigermaßen gut verkraftet heute, aber wir werden sie auch nicht senken, hat er gesagt. Ein EZB-Wirtschaftler, Ökonomist hat heute gesagt, naja, wir sollten die Bilanzsumme nicht zu stark schrumpfen, weil sonst haben wir ein Problem bei der Kreditvergabe. Und hier sehen wir ja, dass die Kreditvergabe lange nicht mehr so gut ist oder so funktioniert wie in Zeiten der Nullzinspolitik. So oder so
Die allermeisten erwarten nicht nur von der EZB, da erwartet man, dass die als erstes die Zinsen senkt, weil eben die Wirtschaft in Europa so schwach ist. Draghi gestern mit der Aussage, Ende des Jahres werden wir ziemlich sicher in einer Rezession für die ganze Eurozone sein, aber jetzt immer weniger erwarten, dass nochmal die Zinsen angehoben werden, war ja auch der Grund für die Rallye, weil man Powell so verstanden hat. Und viele wetten jetzt eben auf ein Ende der Zinsanhebungen. Das ist jetzt sozusagen der neueste Schrei aus Lutetia. Schauen wir uns mal die Wall Street heute an. Nvidia mal wieder. Ich glaube, 200 Milliarden Dollar in zwei Tagen zugewonnen an Marktkapitalisierung. Großartig. Wir sehen, Tesla wird abgestraft. Ansonsten wieder mehr Minus als Plus. Wir sehen leichtes Plus beim Nasdaq. Kann sich alles ändern. Später ja die Paul-Rede. Heute wieder schwächer der Small Cap Index, also der Russell 2000. Und so sehen wir, dass der Equal Weight S&P, also der Index, in dem alle Aktien gleichgewichtet ist, jetzt in Relation zu dem normalen S&P 500 praktisch auf einem neuen Allzeittief hantiert. Und wenn der S&P 500 heute positiv sein sollte, dann wäre das die längste Gewinnstrecke, nämlich 9 Tage hintereinander seit dem Jahr 2004, also seit mal knapp 2 Jahrzehnten. Das wäre ja schon mal was. Der Nasdaq hätte sogar dann 9 Tage in Folge zulegen können. Und ja, das war eine Rallye aus einem sehr überverkauften Zustand heraus, aus einer bärischen Stimmung heraus. Bärische Stimmung hat dazu geführt, dass die Investoren unterpositioniert waren. Und hier gucken wir uns mal an die Positionierung von Vermögensverwaltern im Vergleich zur letzten Woche. Jetzt ein massiver Sprung, 61,76. In der letzten Woche waren wir noch bei 29,17 und wir sehen, die Positionierung ist schneller gestiegen, als der S&P 500 gestiegen ist, erstaunlicherweise. Das heißt, von Unterpositionierung kann man jetzt nicht mehr sprechen. Wir sehen die Privatanleger, die plötzlich bullish geworden sind, nur noch 27% der Bären. Geringster Wert seit Anfang August, als die Rallye stoppte, damals die Sommerrallye gewissermaßen. Also die Stimmung hat sich komplett gedreht. Ich hatte es heute Morgen im Videoausblick schon gezeigt. Und vielleicht dreht sich auch die Stimmung am Arbeitsmarkt in den USA. Wir sehen die Folgeanträge jetzt mehrfach in Folge steigend. Und diese Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe sind für mich die wichtigere Kategorie als die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, weil sie zeigen, wie schnell finden die Leute wieder einen Job. Und wenn hier die Zahlen nach oben gehen, dann zeigt es, dass der Jobmarkt wirklich deutlich schwieriger wird, weil die Leute dann mehrfach also versuchen, irgendwie Arbeit zu finden, es aber nicht schaffen, deswegen Folgeanträge stellen müssen. Also klare Abkühlungen hier am Arbeitsmarkt und das zeigt sich dann auch in Sachen Kreditkartenausfälle. Delinquency for Credit Cards deutlich nach oben zeigend. Jetzt ist praktisch der gesamte Stimulus aufgebraucht, den die Fed und die US-Regierung den Konsumenten geschenkt hat. Was wird heute Jerome Powell sagen? The Fed oder die Interest Rates are doing the Fed's job, also die steigenden Renditen. 10-jährige Anleiherendite ja auf 5% gestiegen. Die machen ein Stück weit unseren Job, die nehmen uns ein Stück weit die Arbeit ab. So hieß es von Powell und so hieß es zuvor von anderen Fed-Mitgliedern. Jetzt haben wir gesehen, dass die Renditen deutlich gefallen sind. Was wird der Paul heute um 20 Uhr sagen? Das ist eine Diskussion. Da heißt der Titel Monetary Policy Challenges in a Global Economy. Was genau wird er dazu sagen? Es wird um Geldpolitik gehen. Anders als gestern, als Paul sich ja nicht geäußert hat zur Geldpolitik, wird es jetzt um Geldpolitik gehen. Aber wie konkret wird er? Wird er die extreme Interpretation der Märkte aufnehmen oder ein bisschen versuchen, dagegen zu schießen, das werden wir sehen und schießen leider auch das Stichwort in Sachen Gaza. Hier gibt es ja jetzt Meldungen, dass da einige Journalisten von CNN etc. offenkundig bei der Hamas embedded waren, also praktisch dabei gewesen sind. Die werden ja nicht, wie Ronsheimer hier sagt, zufällig dort gewesen sein. Ronsheimer ist ja jetzt kürzlich erst in den Gaza gereist, als erster deutscher Journalist, der darüber berichtet. Während andere Medien, angelsächsische Medien, schon lange im Gaza sind, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk es in Deutschland bisher nicht hingekriegt, da mal wirklich jemand vor Ort zu haben. Das ist ein weiteres Ruhmesblatt
des deutschen Journalismus. Aber wenn dem so wäre, dass diese Journalisten embedded wären, dann wäre das ein riesiger Skandal, über den man sich gar nicht genug aufregen kann. Und wenn wir schon bei Hamas sind, dann sind wir auch relativ nahe am Iran. Dem Iran geht das Geld nicht aus. Gestern Nacht hatten US-Fighter Flugzeuge ja ein Waffendepot, das dem Iran zugeordnet wird, in Syrien beschossen. Aber die Chinesen stützen den Iran. Warum das so ist, wie das funktioniert, lesen Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Ja, wie schaut es denn wirklich aus mit dem Bürokratieabbau in Deutschland, den Roberto Habeckino hier so bejubelt? Der schöne Schein trügt, hat ein Kollege von mir aufgedeckt. Also zwei Artikelempfehlungen und 20 Uhr reinschauen. Und da bringen wir auf Finanzmarktwelt einen Live-Feed zu dieser Diskussion, an der Jeromy Paul teilnimmt. Nicht garantiert, dass er da sich konkret äußert, aber ziemlich wahrscheinlich, würde ich sagen, diesmal. Also zwei Empfehlungen für Artikel und 20 Uhr reinschauen, Finanzmarktwelt. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.